Heute gibt es 5 Organisationstipps für die Oberstufe, damit du die richtige Struktur hast, um dein Traumabitur zu erreichen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unsere gemeinsame Mission ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn du jetzt beispielsweise hier auf dem Video bist, weil du Schulsachen und so weiter möchtest, an solchen Ort, daneben der Mappe und so weiter, dann kannst du gleich mal das Video hier oben in der Ecke abchecken. Dann werden nämlich genau die Sachen besprochen, die du für die Schule einkaufen musst, speziell für die Oberstufe, um deine wirklich besten Noten schreiben zu können. Hier wird es jetzt aber vor allem darum gehen, wie kann ich richtig planen, wie kann ich in meinen ganzen Tag, in meine Woche die richtige Struktur bringen, damit ich auch wirklich ein System für mich selbst finde, in dem ich bestens performen kann. Tipp Nummer 1, nutz den Stundenplan, um an ihm alles auszurichten. Ja, du bekommst ja von der Schule eigentlich vorgegeben, wann du welches Fach hast, und das ist eigentlich eine super geile Vorlage, weil es schon unfassbar viel Struktur in deine Woche bringt. Ich meine, wie viele Stunden sitzt man als Oberstufenschüler in der Schule? Auf jeden Fall, vor allem an den Werktagen, fast die Mehrzahl. Und deswegen ist es wirklich unfassbar sinnvoll, dass du dich daran auch orientierst. Ist gewissermaßen logisch, aber darauf sollte man auch wirklich speziellen Fokus legen. Beispielsweise, du weißt eigentlich, wann du welches Fach hast. Du weißt immer, dass du an dem Tag das Fach hast, an dem Tag das, an dem Tag das. Das nehmen wir vielleicht in der Oberstufe als vollkommen selbstverständlich, aber ich kann dir jetzt gerade aus dem Studium sagen, da musst du dir die ganze Struktur selbst geben. Deswegen nutzt es wirklich positiv für dich, indem du dir einfach bewusst machst, okay, montags will ich immer für Französisch, Englisch, Bio, Physik und Geo oder so für den nächsten Tag erst meine Hausaufgaben machen und lernen. Und dann weißt du immer, okay, das muss ich am Montag gemacht haben. Wenn du beispielsweise dann von Dienstag aus Englisch-Hausaufgaben bekommst, aber Mittwoch und Donnerstag gar keine Englisch hast, kannst du beispielsweise sagen, okay, die Englisch-Hausaufgaben mache ich immer Donnerstag. Ist egal, wie du es machst, das Wichtige ist nur, dass du es festlegst, damit du da einfach einen klaren Kopf hast. Genauso auch beispielsweise mit deiner Aufstehzeit. In der Oberstufe fallen ja öfter mal die ersten Stunden aus. Beispielsweise hatte ich, glaube ich, an mindestens 2 Tagen in der Woche in der Früh die erste Stunde oder die ersten beiden Stunden frei. Das ist natürlich übelst geil. Aber auch da würde ich dir empfehlen, behalt deine Aufstehzeit auch an diesen Tagen gleich. Das bedeutet, du orientierst deine Aufstehzeit danach, wann du am frühesten Tag, also was meistens immer die erste Stunde ist, eben deinen Unterricht beginnt. Damit du dadurch auch den konstanten Schlafrhythmus behältst. Das ist super wichtig. Genauso auch nachmittags, wenn es um Hobbys geht, Freunde treffen und so weiter. Versuch da fast schon Rituale draus zu machen, die eben an deinen Stundenplan angepasst sind. Weil du hast beispielsweise Dienstag und Donnerstag nachmittags, dann mach natürlich mittwochs dein Hobby, treff dich immer freitags mit deinen Freunden, dass da einfach gewissermaßen Rituale reinkommen, dass du schlussendlich so ein komplettes System hast, was im Prinzip automatisch läuft. Das heißt, du musst gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, okay, was mache ich an welchem Tag, sondern du hast es im Vorhinein, da auch noch den Stundenplan, diese vorgegebene Struktur schon nutzt, automatisiert und kann so perfekt eigentlich durchs ganze Schuljahr durchrollen. Zweitens, setzt dir ganz, 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 ganz klare Lernzeiten. Das ist im Prinzip wie so eine Erweiterung des Stundenplans. Das bedeutet, vor allem an den Tagen, wo du keinen Nachmittagunterricht hast, setzt dir ganz klare Zeiten. Beispielsweise, komme heim und esse dann Mittag und dann fange ich um 14 Uhr, von 14 bis 16 Uhr mache ich immer meine Hausaufgaben. Und dann lerne ich beispielsweise abends nochmal von 19 bis 20.30 Uhr. Setz es wirklich ganz, ganz klar, weil ich meine, ich habe den ganzen Prozess selbst schon jetzt durchlaufen, die ganzen 2 Jahre und die ganzen Stunden davor in der Schule und am Gymnasium. Und ich habe letztes Jahr auch schon zehntausende Leute im Prinzip begleitet, die das Ganze auch durchlaufen haben. Und ich weiß einfach, anhand von so vielen Nachrichten, so vielen Kommentaren und so weiter, ich weiß, dass die allergrößte Challenge in der Oberstufe es wirklich ist, durchgehend durchzuziehen und motiviert zu bleiben. Und Motivation kommt nicht einfach mal so schnell. Das heißt, das Allerwichtigste ist, dass du diese Lernzeiten, diese Learning Rounds, wie ich sie nenne, dass du die zur Gewohnheit machst. Weil wenn eine Sache zur Gewohnheit geworden ist, dann musst du nicht mehr drüber nachdenken, dann musst du dich auch nicht mehr motivieren, dann musst du auch nicht mehr durchziehen, sondern es passiert vollkommen automatisch. Deswegen, so wichtig, setz dir klare Lernzeiten, damit du im Prinzip diese Grundvoraussetzung für herausragende Noten, dafür ist einfach Lernen am Nachmittag wichtig, dass du diese Grundlage vollkommen automatisiert hast und so direkt eigentlich per Autopilot auf deine Bestnoten zufliegst. Drittens, schreib immer alles auf. Egal was der Lehrer sagt in der Schule, ob das Termine sind, was organisatorisch ist, deine Hausaufgaben, wann die nächste Klausur ist und so weiter. Schreib dir alles sofort auf. Bitte auch nicht auf die Hand. Das habe ich bis zur 10. und teilweise in der 11. auch gemacht. Aber erstens ist es, glaube ich, krebsschädlich.
Krebserregend. Krebsschädlich wäre sinnvoll, aber krebserregend. Und zweitens, so, du vergisst es mal, du wäschst dich hoffentlich irgendwann mal und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich auch in dem Video, was wir euch ja schon empfohlen haben, das da oben in der Ecke, da erkläre ich ja auch schon, warum du beispielsweise ein Hausaufgabenheft und einen Block extra brauchst und so weiter. Aber wenn du das immer aufschreibst, deswegen ist es einfach nicht so sinnvoll, sondern such dir eben irgendwie beispielsweise ein Hausaufgabenheft, wo du alles aufschreibst und schreibst dir auch wirklich auf. Auch wenn es mal hektisch ist und du schnell nach Hause willst oder in die nächste Stunde musst, weil der Lehrer überzogen hast. Schreib's dir trotzdem auf. In der Oberstufe gibt es einfach ein paar Dinge, dass wenn du die nicht auf dem Schirm hast, dann kann es einfach echt dumm enden. Und wie gesagt, gerade wenn du ein gutes Abitur haben möchtest und du dann mal eine Ex oder so, die vielleicht angesagt war, verpasst und dann vollkommen verkackst, das zieht dich so krass runter. Deswegen bitte, bitte, bitte kommt nicht mit dem Move, ich merke mir das schon, das ist einfach nicht mehr, sondern versuch wirklich alles aufzuschreiben, damit du alles am Start hast und tu diese Sachen, diesen Ort, beispielsweise ein Hausaufgabenheft, was du immer wieder aufschreibst, immer auch am Nachmittag wieder checken, dass du wirklich nonstop am Start bist und schlussendlich dir nichts verbaust. Viertens, hab eine ordentliche Lernumgebung. Und mit einer ordentlichen Lernumgebung meine ich nicht das, was deine Eltern mit einer ordentlichen Lernumgebung meinen. Weil beispielsweise mein Schreibtisch sah in der Oberstufe im Prinzip durchgehend aus wie so ein Stand auf dem türkischen Basar, aber trotzdem habe ich sehr gute Noten geschrieben. Und es lag einfach daran, dass ich ein System hatte, was für mich stimmig war. Das bedeutet, ich hatte zwar immer übelst viel auf meinem Schreibtisch, aber ich habe die Sachen einfach immer so zur Seite rausgekehrt. Da hatte ich hier einfach so einen Platz, wo ich ordentlich arbeiten konnte. Das hat für mich selbst funktioniert. Und darum geht's. Du musst nur was finden, was für dich funktioniert und nicht, was deine Eltern gerne hätten, dass alles immer blitzblank und staubsauber ist. Sondern es geht einfach nur darum, dass du für dich selbst eine Umgebung erschaffst, in der du gut lernen kannst. Weil wenn du die nicht hast, dann musst du nochmal doppelt so viel Energie darauf aufwenden, dich hinzusetzen, dran zu bleiben und so weiter, als wenn alles klar war. Wie gesagt, die Struktur muss nur in deinem Kopf sein, aber es ist super wichtig, dass du dir selbst einfach im Prinzip einen Arbeitsplatz bildest, an dem du ideal performen kannst und nicht dich da selbst behinderst. Deswegen sorg auch gleich am Anfang des Schuljahres jetzt daran, dass du da irgendwie was hast. Okay, da packe ich meine Sachen hin in den Ordner, dann schreibe ich meine Hausaufgaben immer da auf. Ich habe immer einen ordentlichen Schreibtisch, meine Schulsachen packe ich immer in die Schublade und all diese Sachen. Ja, einfach, dass du da auch einen klaren Kopf hast. Und fünftens noch ein richtig geiler Abschlusstipp. Check dieses System mit Sachen, die du eingekauft hast, mit Stundenplananpassungen, Lernzeiten, dein Arbeitsplatz, all diese Sachen. Check das, ich würde fast sogar sagen, wöchentlich. Das heißt beispielsweise jeden Sonntag. Setz dich jeden Sonntag kurz hin und überleg dir, okay, wie funktionieren die Dinge gerade? Passt alles? Und stell dir vor allem eine zentrale Frage. Was hält mich von meinem Setup, wie ich es immer nenne, am meisten auf, um beispielsweise gut zu lernen oder in der Schule gut zu sein? Und dann versuche immer diese ein, zwei, drei Sachen, die du vielleicht jede Woche wieder neu findest. Es ist unglaublich, wie viel weiter man das immer optimieren kann. Versuch die immer zu verbessern und auszutauschen. Weil dadurch, keine Ahnung, verbesserst du einfach jede Woche wieder dein ganzes System. Und dein System ist im Prinzip das, was dich trägt. Wie gesagt, ich habe es vorhin bei den Gewohnheiten schon angesprochen. Du musst die Dinge automatisieren, wenn du immer darauf hoffst, und ich habe die Willenskraft und die Disziplin und die Motivation. Dann wird das vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen funktionieren, aber definitiv nicht dauerhaft. Und die Oberstufe ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen optimiere dich da immer, immer wieder, dass du im Prinzip mit dem perfekten Setup fährst. Und dann kannst du auch richtig, richtig, richtig gut Gas geben. Deswegen an der Stelle, denke mal dran. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.